Da sind wir wieder in einer neuen Folge von Battlefield 5. Ja, Match ist bald vorbei. Es wird eine längere Folge. Ja, ich habe ein bisschen rumgespastelt. Oh, und ich habe festgestellt, ich habe ein kleineres Wissen genommen. Nee, sie haben überlebt. Ich möchte bei ihnen spawnen. Thank you much. A lot. Kann man hier so... Junge, kann man hier was bauen. Ach, da vorne war einer. Ich sehe die nicht, weil die im fucking... in der scheiß Sonne stehen. Sonne ist irgendwie immer so der schlimmste Feind in Battlefield. Ohne Spaß. Die müssen die Sonne nerven. Jedes Mal, wenn ich gegen jemanden kämpfe, schaue ich in die Sonne und sehe den halt nicht. Na gut. Dann sagen wir, sind bei E und gehen, bei D und gehen nach E. Das wollte ich sagen. Ich hoffe, ich kriege ihn noch. Ich habe ihn getroffen. Ah, fuck. Okay, läuft gerade nicht. Läuft gerade überhaupt nicht. Ist das peinlich, ey. War das peinlich? Mein Gott, habe ich in das Bett gesprayt. Na, ich mag keine Betten. Nicht solche, ich bin qualitativ hochwertige. Nicht solche Feldbetten. Wie sie da drinnen sitzen. Oh, jetzt wird gewascht. Was soll über den Stürzen aus zusammen, ist aber egal. Und das war doch einer. Der hat einen blauen Ding an sich gehabt. Das war wahrscheinlich der Teammate. Ja, kann ich nicht durchsehen. Na ja, hallo, was war das? Das ist eine Katze. Boah. Ich wurde vom Panzer angerollt, vom Teammate. So, erst der Panzer zerstört. Ja, läuft alles. Alles innerhalb von wenig Zeit. Ach so. Panzer ansteigen. Flugzeug. Panzer. Fliegender Panzer. Oh. Da macht's bumm. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Gut. Alles abgesucht. Oh, jetzt sollen wir zu D zurückgehen. Jo. Ach, wieder voll verloren. Diesmal. Ja, unsere erste Niederlage diesmal nicht so gut, aber diesmal auch eine ganz kurze Runde. Aber eine neue kommt direkt hinterher. Ja, mal Gratulation an das beste Squad. Oh. Okay, ich dachte... Alles klar. Ich dachte, ich könnte oben auf weitergehen. Ach, das ist der Feldmarschall. Der ist auch dabei. Kennt ihr nicht den Feldmarschall? Ach. Okay, das ist mir relativ egal. Den Trupp verlassen. Deserteur. Alles Deserteure. Macht sie nieder, diese. Ich kann nur das sehen. Wird witzig. Wie dumm das wahrscheinlich aussieht. So, ich möchte allerdings auch nicht meine Fähigkeiten. Ah, schau mal.
Hey! Schau mal, ich geh... Hey, hallo? Ja, es spawnt mich einfach irgendwo rein. Ist ja nicht so, dass ich... erobert und haltet die Ziele. Okay. Ich wollte mir gerade ein bisschen die Spezialisierung für meinen Charakter anschauen. Wird halt zu viel, ist halt zu viel erlangt. Okay, das ist er. Die Ziele gehören uns! Ich baue für euch. Wenn ich dafür sterben muss. Ich muss wahrscheinlich dafür sterben. Erstmal wird nehmen. Die nehmen A ein. Oh Junge, ich hab Punkte gemacht. Alter, hat schon jetzt schon die SDG. Okay, sind jetzt nicht so krass, würde ich sagen, aber. Er hat schon die SDG, das ist ein bisschen. Aber will ich hinarbeiten. So, jetzt will ich mir nochmal gerne meine Spezialisierung anschauen. Ich habe da unten nämlich so ein Zeichen gesehen. Ah, welche Infanterie? Soldaten mit der leichten Infanterie sind furchtlose Kämpfer mit dem. Auf dem. Mein Gott, was ist denn hier los? In der erstklassige körperliche Verfassung macht sie zäher als andere Kampfrollen. Du findest einen Gefangenen. Mehr Munition und du regenerierst. Mehr Gesundheit. Zerstöre Fahrzeuge, um sie zu Schrott zu machen. Um sie zu Schrott zu machen, noch passt. Und Anforderungspunkte zu halten, mit dem du deinen Truppführer nicht mehr. Okay. Fahrzeugsichter, Bestellung von Fahrzeugen, Sichtet. Ein Team, okay. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug Aua mache, dann bekommt mein Team die angezeigt. So als Bonus-Anforderungspunkte, wenn du ein Fahrzeug zerstörst. Ich wollte, glaube ich, aber doch erst dann auf die leichte Infanterie gehen, weil so viel Panzer haben, sind jetzt noch gar nicht im Einsatz, wie ich das sehe. Ich habe übrigens den Modus, es ist nicht Conquest. Irgendwas. Nimm Schaden. Ja, Barrikade sogar zerstört. Aha. Oh. Aber eine schnelle Exekution. Jawohl, richtig schöne Musik hier. So, was gibt's denn hier zum Beispiel? MG-Schütze-Pionier, Fahrzeugmechaniker und Experte für schwere Waffen. Okay, dann brauchen die jetzt überhitzen und ich. Kann Fahrzeug reparieren und Kugelhagel. Ich versuche, ich kann mehr niederhalten und Leute, die vollständig niedergehalten werden, gelten für ein Team als gesichtet. Ich glaube, da soll ich dann doch den MG-Schützen auswählen. Ach, Rang 8, okay. Deswegen. Habe ich nicht durchgelesen. Und jetzt bin ich als MG gestartet. Ich habe gerade ein Hakenkreuz auf der Waffe gesehen. Also ich ganz kurz. So ein Kreuzchen habe ich gesehen. Au! Au! Ja, geil. Jonas Antrag als MG, als Versorgungsklasse. Ja, ich kriege doch gerade nur aufs Maul, ne? Das ist nicht möglich. So, nochmal ein. Dingsing. Ein Ding singen. Okay. Probieren wir mich als Sniper aus. Sechsmal, dreimal. Dreimal ist, glaube ich, schöner. Allein weil die Map jetzt noch nicht so krass ist. Warning, we have lost objective Emil. Emil. E-Mail. Objective Friedrich has been lost, Tom. Ja, nice. Und noch spawnen, als es noch möglich war, aber halt nicht. So,
Achtung, probieren wir uns mal als Scharfschütze. Dann schauen wir, wie ist der Scope. Der ist ein bisschen höher als der von der... Okay. Objective Bertha is being lost. Du hilfst noch bei da. Sieh zu, dass er so bleibt. Hui. Achso, ich dachte, hä? Wie können die von hinten kommen? Warte mal. Die kam von dir, oder was? Ja, wo die herkam, das war komisch. War doch bei. Warte, wo war ich denn überhaupt? Das ist eine gute Frage, ne? Okay, nice. Warum nicht, ne? Oh, ich hab den Dern abbekommen. Daisy. Ach, fuck. Die Leiche, er wollte auch nicht mehr. Gut, Sniper ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. So ist mehr Kills gemacht als vorher. Okay, also natürlich wollte ich auch gerade ruhig stehen. Jetzt habe ich nicht alle getroffen. Na, ich sag, wenn sie stehen, dann trifft man sie irgendwie schwerer als wenn sie rennen. Einfach, weil man dann automatisch daneben zieht, weil die denken, oh, jetzt läuft er weg. Also, weil ich denke... Okay, keine gute Idee. Einfach nochmal reinrennen. Allein den Trupp, kann ich eigentlich den Trupp komplett verlassen? Ich bin in Fritz, ne? Öffentlich. Nur Freunde. Ah, schau mal. Cool. Kann ich jetzt auch wirklich so das Ding steuern? Auch mit diesen... Kann ich. Ah, nice. Das ist cool. Mal B. Ja, mit B haben wir so einen Einsatz. Das teuerste ist diese wunderschöne V1, die man auswerfen kann. Ansonsten Nachschub, das ist jetzt nicht so krass. Und es gibt noch zwei Panzer, einmal so einen leichten, dann noch den Churchill, Sturmtiger, genau. Ja, die spawnten in der Beta zumindest nicht ordnungsgemäß. Ich wollte ihn messern. Der ist irgendwo. Der ist irgendwo, ist auch eine gute Aussage, ne? Was ist denn den Schlüssel dafür? Bleibt doch ein bisschen stehen. Ja, so mit der ungefähr. Okay, die fliegt ein Stück. Von daher. Oh, war ein schöner Schuss. Überall kaputte Panzer. Dann brauche ich zu A. A ist dann, glaube ich, schon eingenommen, wenn ich da bin. Das ist, ja, ist auch wieder einiges machbar vom Bauen her. A schaffe ich nicht. Dann gehe ich schon mal zu B. Von B dürften jetzt ein paar Leute kommen.
Von B dürften ja ein paar Leute kommen eigentlich, sollte man meinen. Wahrscheinlich kurz bevor ich da auftauche, kommen sie. Ja, aber halt nicht. Vielleicht die kaputt machen, ich glaube nicht, ne? Ich find's sogar, wie der redet. Die sind halb Deutschen. Erobert. Kommt schon wieder diese schöne Musik. Ah, gefällt mir mal. Das ist so ein bisschen so, wie du hast was gut gemacht. Wenn die Musik kommt. Wenn die ertönt. Ja, haben sie hier nicht gemacht. Ja, ich aber nicht. Trotzdem sind hier böse Leute. Ich könnte aber auch von dem Dinger zu zerstören. Ich werfe eine Granate. Ah! Wieso laufe ich auch da hoch? Das war ein schöner No-Scope-Headshot, wa? Boah, aber ich habe schon mein Todesurteil geschmiedet. Ja, ich hab schon. Ich hab schon mit dem Schönsten gehofft. Ah, schau mal, ich hab jetzt Lee Enfield. No, we have lost objective Dora. Okay, ich kann auch die spielen. In E ist was los, also nicht so gut. Objective Emil has been lost, soldiers. Geh mal außen rum. Wirklich für ein krasser Berg. Die mir hier stehen. Niemand hier. Nee, nee, du machst das nicht. Böser Mann. Richtig böser Mann. Schau mal, ich bin sogar recht verdorben. Gut, ich werde leider nicht zu den 40.000 kommen allein. Werden die Bärder verloren? Dass eigentlich dieser Canyon irgendwie fast nicht genutzt wird von den Leuten. Bisher eine Handvoll Leute ist ja bisher hier entlang gelaufen. Nee, nee. Böser Mann. Wir sind ein paar mehr Leute.
hat er mich gehittet. Aber ich habe ein paar Punkte gemacht. Das Wichtige, ich erober hier nämlich. Das ist wichtig. Ich habe erobert. Mal richtig krass nach vorne sind wir mal am Pushen. Mal wird mal richtig zurückgeworfen. Das ist wie damals in Planet Side. Da haben wir, glaube ich, 2-3 Stunden lang irgendwie um 2 Punkte gekämpft. Wir haben den erobert, dann sind zurückgefallen, dann sind sie wieder vorgestoßen. Das war mega krass damals. Auch die eine richtig krasse Schlacht. Uiuiui. Alter, what the? Das ist ein Churchill! Der Churchill schießt auf mich! Wieso schießt er in diesen Canyon rein? Was hat er davon? Und Spaß, die fokussen mich doch langsam. Ist doch nicht mehr witzig. Wenn ich jetzt zur anderen Seite komme, dann steht auch ein Churchill oder sowas. Eine böse Überraschung auf mich wartet. Nicht mal. Okay, die Schüsse, das ist halt schon echt sehr krass. Der war auch sehr krass. Ne, war er nicht. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich möchte Ihnen helfen. Und hier hochkommen. Die kommen doch runter. Wieso kommen die runter? Hätte ich eine Granate vor mich geworfen. Hätte ich eigentlich wissen können, dass die dann zu viert, dritt da rumpushen. Okay, gerade mache ich auch keine Punkte mehr. Das ist einfach Stillstand. Einfach weil wir so weit weg von Punkten sind. Das ist cool, wenn ich einen treffe. War dem Gott sei Dank egal. Be warned, Objective Emil has been lost. Kopfkratzen. So, Kopf nicht mehr gekratzt. Oh Gott. Ey, droppt ein Typ vor mir. Schocker des Monats. Gott. Hätte ich ja nur an, hätte ich so viel Kills schon, wie ich Leute angeht, hätte ich jetzt nur mal 6-7 Kills mehr oder so. Haha. No. Jetzt schon eine neue Waffe frei? Nee. Level 2. Hab ich Level Gesamt 2? Nee, eigentlich nicht. Weil ich jetzt Level 1 gemacht mit 2 Level 2. Ach, weiß ich nicht. Oh, diese schönen Sanddünen, da will man sich gleich mal reinsetzen. Ich dachte gerade, da fliegt ein Pferd, da war ein Flugzeug, das gerade, glaube ich, ein bisschen was kaputt gemacht hat. Das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, der ist nicht gut, der ist sehr böse. Hä? Splitterkran? What the fuck? Ich hab grad nur abbekommen, weil man sieht überhaupt nicht, wegen dieser Fucksonne da oben. Muss schon sagen, geht mir gerade auf den Sack. Ich glaube, der wollte mich gerade wiederbeleben, aber ich will nicht mehr leben.
Panzer, nee. Panzer aber schon nicht gern fahren, aber da brauche ich halt neue für. Auf nach D, die ist so ein bisschen. Okay. What the fuck? Das ist überhaupt nicht legitim, was der gerade abgezogen hat. Das kann ein bisschen kacke. Macht halt überhaupt nichts irgendwie. Ich bin gerade nur am. Egal wo ich bin, ich sterbe einfach. Versterben? Hä? Ey, der hat garantiert, der hat doch 8-9 Schüsse geschluckt oder sowas. Schaut euch nochmal genau an. Der hat gerade so hart geschluckt. Ja, er hat mich gesehen, ich weiß. Hallo. Was wird denn überhaupt? Oh mein Gott, das. So was ist das? Wow. Wer trifft mich denn? Hä? Da ist nicht mal jemand. Ohne Spaß, ne? What the fuck? Ja, gewinnen wir eh nicht mehr. Und ich bin einfach tot. Ich bin einfach. Mein Teammate, der war blau markiert. Mein Teammate, mich getötet haben oder was? Ich sterbe, helf mir! Nein, ich sterbe, ja, ich sterbe, helf mir nicht. Das ist so unlogisch einfach nur. Na, strategisch war es eigentlich nicht schlecht, die Position zu halten, weil der ein Spawner ist und dort immer welche kommen könnten. Ey, ohne Spaß, der sitzt einfach da unten rum und schießt auf mich. Und niemand schießt auf dir, wo der mitten offen rumsteht. Was ist denn das gerade für eine Maggi-Scheiße? Ich bin fertig und beschwer mich. Bin ich einfach nur am Sterben gerade? Haben mich gerettet. Das ist kein Mensch, das ist ein Panzer. Ich hab's wirklich noch getroffen, ne.
Oh Mann, das war so dumm. Wir hatten die Runde teilweise richtig gut gehabt. Und zum Ende haben sie uns noch alles erobert. Da habe ich doch aber einiges bekommen, wa? Fünf Barrikaden hatte ich schon ein paar. Die Barrikaden waren ein bisschen komisch. Am Anfang. Ach so, nee, das ist dann nur. Okay. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei Battlefield 5. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.